Ja, welchen Begriff von Diversity transportiert für dich unser Film? Also was sagt der über unsere Diversity aus? Ich habe in dem Film erkannt, dass wir unheimlich viele verschiedene Menschen haben, die einfach auch viele verschiedene Hobbys ausüben und ihnen unterschiedliche Dinge wichtig sind. Wahrscheinlich so wichtig oder einfach so wichtig, dass sie dazu bereit waren, sich damit zu zeigen. Einfach auch die Hobbys, die Gesinnung, die Farben, das Leben, was sie so tun. Und diese Vielfalt, die uns da einfach ausmacht und deswegen sich im ganzen Alltag dann auch wieder widerspiegelt. Siehst du da irgendeine Verbindung zu dieser aktuellen politischen Lage, auch wenn wir jetzt mal an solche Sachen denken, Chemnitz, Köthen, ne, ist ja gerade sehr in der Diskussion. Siehst du da einen Bezug? Ich sehe einen Bezug darin, dass es einfach wichtig ist, das zu leben, diese Diversity zu leben und auch da dazu zu stehen, was man macht. Und sich von diesen Dingen, die da teilweise geschehen sind, auch nicht beirren zu lassen. Wirklich zu dem zu stehen, was man denkt, was einem wichtig ist. Und alle Menschen erstmal mit offenen Armen zu empfangen und sich dann ein Bild drüber zu machen. Ohne vorher irgendwelche Vorurteile rumzuproleten oder für irgendwelche Dinge einzustehen, über die man sich nicht richtig erkundigt hat. Das finde ich eigentlich relativ schlimm.